You are the chosen few, protectors of our world. This is your time. Incoming! Und hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Live-Gameplay. Und ja, wie es schon sieht, Ghost of Tsushima, ja, ist am Start. Und ich muss sagen, ich habe das Game jetzt schon gezockt, seit Freitag ein bisschen. Und das Game ist einfach nur geil. Also ich muss sagen, es ist echt eines der, ja, schon besten Singleplayer, beziehungsweise so Story-Games, was ich schon gespielt habe. Und es sind einige, die ich gespielt habe, aber ich muss sagen, es ist echt eines der besten. Und gerade da es auch in Japan ja spielt, muss ich sagen, echt, es ist mega cool geworden. Ja, ich bin einfach nur fasziniert von diesem Game und auch von der japanischen Kultur so an sich, die in dem Game auch vertreten wird so. Und ich muss sagen, mir gefällt es einfach mega gut. Und ich freue mich halt richtig darauf, euch das jetzt zu präsentieren. Und ja, würde ich sagen, gucken wir mal, was jetzt so abgeht. Ich habe jetzt natürlich, wie gesagt, schon ein bisschen gespielt. Und ja, wir wollen uns jetzt hier und ein paar Leute einsammeln, soweit ich mitbekommen habe. Also ein paar Leute, die hier von den Mongolen im Dorf gefangen genommen wurden. Und ja, gucken wir mal, ob wir das jetzt kriegen. So, da haben wir sie schon mal. Retten. Ich habe nichts getan. Ja? Taka braucht Hilfe in der Schmiede. Kommt mit. Wartet, meine Frau und ihre Schwester sind am Fluss. Führt mich hin. Schnell. Hier lang. Bleibt bei mir und tut, was ich sage. Und ich muss auch sagen, das Gameplay an sich ist schon wirklich mega cool. Also, man fühlt sich wirklich in die Zeit zurückversetzt. Und auch das Gameplay also als Samurai in den Kampfszenen, es ist wirklich echt eine andere Sache. Ne? Eine andere Sache so vom Gameplay. Und ja, ich finde es schon mega gut. Verstecken. So, gucken wir mal. Ist hier nur der eine. So, machen wir hier mal ein kleines Attentat. Nicht hinsehen. Seht mich an. Ja, mein Herr. Gut. Die Mongolen hatten sie. Bleibt hier! So, das kriegen die jetzt zurück. So, den haben wir. Ja, jetzt macht er wieder Blocking. Ja, die kann man nicht abwehren. Ja, Digga. Erstmal reinfinden, heute das erste Mal, dass ich spiele. Digga, will der mich verarschen? Er kommt halt nicht aus Krieger. So, da haben wir den Kinder. Ja, ich habe die Bauern nicht gerettet. Ja, Digga, was soll man machen? Halt, der blockt 15 Mal, ne? Und du schlägst einfach drauf ein. Digga, es geht nicht. Ja, das hasse ich manchmal, Alter. Du schaffst es einfach manchmal nicht. Die Mongolen hatten sie. Bleibt hier! Den Typen hier muss ich ausschalten. So, hab ich schon mal. So, jetzt hab ich den. So, haben wir den. Komm her, komm. Alter. Ach, das nervt so hart. Mann. Gut. Dann war's das, haben wir sie befreit. So, tun wir unser Katana wieder wegstecken. Und dann geht's weiter. Danke. Yukio schickt mich. Er lebt. Folgt mir. Taka braucht euren Gemahl. Mutsu, meine Liebe. Yukio, ich dachte, du wärst tot. Alles in Ordnung? Er kämpfte wie ein Tier, wie ein Dämon. Wer kämpfte wie ein Dämon? Nur wenn ich gegen Mongolen kämpfe. Wir gehen zur Schmiede. Bleib bei uns. So. Ah ja, da sind die Nächsten. Digga, der war natürlich voll vorbei.
Wir wechseln mal auf Windkampfhaltung. So. Digga, wie ehrenlos von hinten mit seinem Kack. Bogen. So, haben wir den auch. Aber ich muss sagen, so die ganzen einzelnen Kampftechniken, die Wasserkampftechnik und Windkampftechnik, die man ja da später im Game erlernt, die sind echt mega cool, muss man schon sagen. Digga, von wo denn nur, Alter? Was? Digga, ich kann nicht auf... Boah, Mann. Digga, das ist schon wieder so Abfuck. Du kannst doch nicht auf Bauern aufpassen, Digga. Und verdammt noch einen Scheiß, Alter, gegen Kacken und Gullen kämpfen, Digga. Wer hat sich das ausgedacht, Mann? Das geht doch nicht. Ich kann nicht auf 15 Leute aufpassen, ey. Digga. Wir gehen zur Schmiede. Bleib bei uns. So, das für eben, du Kleiner. So, okay. Von wem jetzt schon wieder? Der da. So, haben wir den schon mal. Den auch. So macht man das richtig. Gut. Ja, die schon mal. Passt auf Pfeile auf! Wo denn? Ich höre ihn. Da. So. Damit war's das. Von wo denn? Gut, weiter zur Schmiede. Guck mal. Da müssen wir hin. So, ging ja mal easy. Digga. Ja, hier die Vorräte nehmen wir noch mit. Die können wir gut gebrauchen wahrscheinlich für später. Für ein bisschen Upgraden vom Schwert. So. Dann lasst uns mal losziehen. Zu unserem Ziel. So, haben wir es doch geschafft. Nach dem zweiten Anlauf. Yukio! Er hat uns gerettet, Taka. Danke, mein Herr. Hauptsache, ich bin halt ein, ja, Hauptsache, hier der Samurai ist halt Adel, Digga, und und alle denken sich nur so, ja moin, Samurai oder was? Dabei ist er doch eigentlich ja einer der Herrscher, aber ja, läuft halt. Gut, finde Yuna. Wind, wo ist Yuna? Da drüben sollte sie sein. Ach ja, zur Story, also das Dorf hier, das war eigentlich in Hand wieder von den Japanern, aber ja, diese sind trotzdem wiedergekommen, die Mongolen haben das Dorf überfallen. Also, ja, halt Problemchen, ne? Jin, hier rüber. Was gibt's, was? Die Schmiede entfachen. Taka meinte, du suchst eine Familie. Ich kam zu spät. Die Mongolen haben sie erwischt am anderen Flussufer. Diese Leute nahmen meinen Bruder damals als Lehrling auf. Dann lassen wir sie nicht zurück. Dann los. Samurai. Wo ist Samurai? Sag. Sonst Freunde werden leiden. Wir kennen keine Freunde. So, haben wir die schon mal weggesniped, Digga. Und lautlos. Nice. So muss doch laufen. So, holen wir uns hier noch die Vorräte mit. Können wir schon mitnehmen. Hm.
Legium Harsinta. So, Katsching, weg. Auf den Tipp noch. Danke. So,